Kryptokasse. Alles Betrug. Nichts ist echt. Alles ist Lüge. Dann werden Sie sich fragen, haben Sie überhaupt eine Chance, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen? Ja, die Chancen sind viel besser, als Sie sich das vorstellen können. Aber wie das funktioniert, das sage ich Ihnen erst am Ende dieses Videos. Also schauen Sie sich dieses Video bis zum Schluss an, dann erfahren Sie, wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können. Hallo, ich bin Annika Anwalt, Jochen Resch. Thema Kryptokasse. Klingt so einfach, so solide. Telefonnummer in Österreich. Kann ja alles nicht Lug und Trug sein. Doch, es ist es. Nichts ist echt. Kein Cent von Ihrem Geld ist jemals investiert worden. Es ist gleich in den Taschen der Betrüger gelandet. Was können Sie denn dann tun? Manche gehen zur Polizei, aber ich sage mal, es ist nicht falsch, aber es bringt Ihr Geld nicht zurück. Wir wissen das. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter, nicht zur Wiederbestrafung des Geldes. Und da setzen wir an. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Früher sagte man, ja, Geld ist nie weg, sondern nur woanders. Wir ergänzen das. Geld kann man digital verfolgen, selbst wenn es über Krypto eingezahlt wird und der Blockchain verschwunden ist. Wir sind Partner des weltweit führenden Unternehmens in der Verfolgung von Geldern in der Blockchain. Chainalysis heißt es. Und wir haben ganz überraschende Erfolge damit. Wenn Sie mehr wissen möchten, können Sie mich gerne anrufen unter 030-885-9770 oder gehen Sie mal auf unsere Website. Lesen Sie den Artikel dazu. Und Sie finden dann dort auch einen Fragebogen. Wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen, können Sie eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles bekommen. Wir sagen Ihnen, ob wir einen Fall überhaupt übernehmen können. Es muss die hinreichenden Erfolgsaussichten geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Mit dieser kostenlosen Ersteinschätzung kennen Sie alle Fakten, haben Sie alle Informationen und deshalb sind Sie in der Lage, die für Sie passende Entscheidung zu treffen. Am Ende werden Sie selber am besten wissen, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen, oder?